Dann möchte ich Sie alle recht herzlich für unserem heutigen Webinar begrüßen, wie Sie IoT-Sensorik für Ihr Instandhaltungsmanagement nutzen können. Die Folie haben wir mal rausgesucht, um Ihnen die unglaubliche Zahl von diesen mit IoT verbundenen Geräten weltweit mal nochmal vor Augen zu führen. Also wir stehen ja bei 2021 bei 35 Milliarden verbundenen Elementen bzw. Geräten. Geht es eben beim IoT nicht mehr nur um die Überwachung von Geräteverhalten, sondern es geht eben zunehmend auch zur Erfassung von Maschinendaten und der anschließenden Analyse und Gewinnung von Erkenntnissen für schnelles Handeln über. Zum Beispiel Remote-Zustandsüberwachung, Remote-Service-Dienstleistungen. Also das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, was wir aus der Pandemie gelernt haben, den Wert von Fernarbeit zu schätzen, ne? Also Routinebesuche, um den Status von einer Maschine zu überprüfen oder die auch zu warten, kam eine Zeit lang auch bei vielen Unternehmen nicht in Frage. Da hatten natürlich industrielle IoT-Geräte, die aus der Ferne zugegriffen werden konnte, wesentliche Vorteile. Viele Unternehmen nutzen inzwischen auch diese Echtzeit-Statusdaten, die sie durch Sensorik bekommen, um eine proaktive Wartung durchzuführen, anstelle der traditionellen kalenderbasierten Wartung, bei der die Ausrüstung dann eben zu bestimmten Datum inspiziert und gewartet wird. Ein weiterer Anwendungsfall und großer Nutzen, den IoT-gebundene Geräte bzw. IoT-Sensoren liefern, ist zum Beispiel der digitale Zwilling. Ja, also der als, das ist ja eine virtuelle Kopie von physischen Assets, darum geht es ja. Daran kann man also Simulation, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und so auf Basis der Daten von IoT-Sensoren durchführen und erhält wertvolle Einblicke in den Betrieb des Geräts. Das ganz große Ziel, auf dem Weg wir uns ja heute auch ein bisschen befinden in dem Webinar, ist ja in vielen Fällen die vorausschauende, also prädiktive Instandhaltung, also eine Reparatur einer Maschine, bevor was kaputt geht. Das ist jetzt sehr vereinfacht, ist mir klar, Predictive Maintenance geht noch viel weiter. Und Predictive Maintenance ist ja eins der Vorzeigeobjekte in diesen neuen Geschäftsmodellen rund um Industrie 4.0 und IoT, weil man sich einig ist, dass Predictive Maintenance bereits heute also eine funktionierende, verfügbare und gewinnbringende Umsetzung ist. Gut, dann kommen wir zum Punkt 1 unserer Agenda, welche IoT-Anwendungsfälle in der Instandhaltung typisch sind. Da haben wir also wir haben ein paar Beispiele rausgesucht und beschreiben die nur ganz kurz. Hier zum Beispiel die Wanddickenmessung von kritischen Rohrleitungen. Kann man sich vorstellen, was der Painpoint oder die Painpoints sind. Es ist ein hoher Aufwand für Inspektionen von Rohrleitungen. Sie sehen hier also eine Chemieanlage, wo wir also die Cosmo Consulting, also wir haben häufig mit Kunden zu tun, die in diesem Bereich Betreiber sind oder eben auch Kontraktoren. Können Sie sich vorstellen, wissen Sie selber, sehr hoher Aufwand für die Inspektion. Also man muss, um an die oberen Oberleitungen rankommen, man muss also Gerüste aufbauen, man muss die Isolierung abmachen, man muss dann prüfen. Bei so einem Werk geht das also schon wirklich in sehr hohe finanzielle Bereiche, also in den Millionen, wenn man das machen will. Sie können sich auch gut vorstellen, erdverlegte Rohrleitungen, an die man nicht mehr rankommt. Und die Lösung also für das Problem ist also ein IoT-Sensorik zur permanenten Wanddickenüberwachung, die man anbringen kann. Nutzen, klar, höhere Sicherheit, geringere Kosten für die Inspektion. Ein weiteres Beispiel ist ein Beispiel, das ein Kunde von uns akut hatte. Das ist also im letzten Jahr aufgetreten, beziehungsweise wir haben das im letzten Jahr gelöst oder in diesem Jahr auch noch. Es ging also darum, dass einer unserer Kunden aus der Prozessindustrie die Auflage hatte von Versicherungen, alle Flansche zu überwachen und die Ergebnisse dieser Überwachung auch zu dokumentieren. Dann können Sie sich vorstellen, bei einer Chemieanlage haben Sie da wirklich ein Problem. Sehr großer Aufwand der Inspektion von Flanschen und das dann auch noch zu dokumentieren. Die Lösung war, dass zusammen mit einem Partner von uns wurden also Sensoren aufgebracht auf die Flansche oder angebracht. Die Kette ist Sensor an der Flanschverbindung, meldet, gibt die Daten weiter an ein Edge-Device und das Edge-Device funkt die Daten dann definiert in die Cloud. Und dann haben wir die Daten zur Verfügung, können die Cloud-zu-Cloud-Übergabe machen, Auswertung, Monitoring und so weiter und so fort.
Der Nutzen für den Kunden ist klar, höhere Sicherheit, geringere Kosten für Inspektionen und natürlich alles, was unter dem großen Thema Compliance zusammenläuft, also Erfüllung der Regeltreue von Unternehmen, Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien, freiwilligen Vorschriften und so weiter. Also das ist eine Sache, die wir gerade im letzten Jahr zusammen mit Henkel, sehen Sie unten Loctite Pulse, realisiert haben. Da wird der Unico Zobel ja auch noch am Rande mit darauf eingehen. Ein weiteres Beispiel ist hier am Beispiel also die Schwingungsmessung an Kompressoren. Hier ging es also darum, dass ein Lohnproduzent in der Chemieindustrie Kompressoren für ein Druckluftnetz in der Produktion betreibt. Der alte Ablauf war eigentlich der, also der Dienstleister kümmerte sich also um die Instandhaltung der Kompressoren. Das heißt also, alle 2, 3 Monate kam ein Mitarbeiter, sah sich die Kompressoren an und wenn ihm irgendwas merkwürdig vorgekommen ist, dann hat er eine Mitteilung gegeben. Das heißt, es ist wieder jemand gekommen, hat dann eine Schwingungsmessung durchgeführt und ein Protokoll angefertigt und gegebenenfalls, wenn dann das Fenster nötig wurde, kam dann zu einer Reparatur noch jemand, also der Dritte dann. Ja. Und trotzdem ist es eben passiert, trotz dieses ja relativ engmaschigen und durchgehenden Prozesses, ist es trotzdem passiert, dass ein Kompressor ausgefallen ist und komplett ersetzt werden musste, was natürlich auch A, der Kompressor schon mal teuer ist und B, natürlich für die Produktion auch die Hölle ist. Die Lösung ist also permanente Vibrationsmessung oder Schwingungsmessung über Sensoren. Nutzen kann man sich klar vorstellen, höhere Verfügbarkeit, geringere Wartungskosten. Und als viertes Beispiel haben wir noch das Beispiel einer Schallüberwachung an Kompressoren. Es ging hier um einen Bitumenproduzent, der mehrere Kompressoren in Betrieb hatte für partielle Oxidation. Der Painpoint ist, dass sie also auch einen sehr hohen Stromverbrauch haben durch die Kompressoren und sich dadurch eben auch das auf die Wirtschaftlichkeit der Produktion sehr stark auswirkt, wie die Effizienz der Kompressoren ist. Man hat nachgerüstet mit Schallemissionsmessgeräten für den Kompressor und konnte dadurch einen ineffizienten Betrieb der Kompressoren erkennen und auch eine höhere Verfügbarkeit gewährleisten. Wie Sensordaten mit dem Instandhaltungsmanagementsystem verbinden können, das wird der Nico Zobel Ihnen zeigen. Ja, ich möchte Ihnen gern erst nach einer kurzen Einleitung eben schildern, wie denn so Sensoren mit einem Instandhaltungsmanagementsystem verbunden werden können, wie Sie das gegebenenfalls auch selbst einrichten können und was Sie davon haben. Und im Anschluss daran auch darauf eingehen, auf den Fall, dass wenn Sie eben Sensoren, IoT-Sensoren von mehreren Anbietern nutzen, wie Sie diese verschiedene Informationsquellen, die in der Regel ja eben bis in die Cloud funken. Ja, die meisten IoT-Sensoranbieter, die kommen ja gleich mit einer eigenen Cloud-Lösung und einer App in der Regel auf Sie zu. Und wie Sie die verschiedenen Systeme zu einem integrieren können, darauf möchte ich auch im zweiten Teil meiner Ausführungen eingehen. Aber starten wir mit dem zweiten Punkt hier auf der Agenda, wie Sie Sensordaten mit dem Instandhaltungsmanagementsystem verbinden können. Dazu noch ein kurzer Exkurs. Wie sieht denn so eine typische IoT-Topologie stark vereinfacht aus? Jetzt am Beispiel von Microsoft Azure. Es wird aber für andere Cloud-Umgebungen sehr ähnlich sein. Also jetzt auch schon mal vereinfacht dargestellt. Es gibt halt IoT-Devices, also Geräte, einen Sensor, der ausgestattet ist. Herr Müller hat es breit erklärt, in der Regel mit so einem sogenannten Edge-Device. Da ist eben die Stromspannungsversorgung enthalten, auch eben Technik zur Übertragung der Informationen eben in die Cloud, meistens funkbasiert, entweder LoRa oder eben Cellular in der Regel. Und diese Information wird dann in der Regel auch schon von dem IoT-Sensoranbieter eben in eine Cloud-Umgebung gesendet, zum Beispiel jetzt angebunden über das Azure IoT Hub. Das ist nichts anderes eben als die Schnittstelle zur Cloud. Dort kann man konfiguriert hinterlegen, das hier der gestrichelste Kasten. Dort muss man eben konfigurieren ja, die Adressen sowohl des Edge-Devices als auch eben ja, umgekehrt, damit die beiden Schnittstellen wissen,
ja, mit wem sie sozusagen kommunizieren und welche Daten in welchem Format übergehen und wie verschlüsselt wird. Und dann kann man eben die verschiedenen Funktionalitäten, die beispielsweise auf Azure oder in anderen Cloud-Umgebungen verfügbar sind, nutzen. Also natürlich speichern, prozessieren, also sprich, irgendwann irgendwelche Berechnungen anstellen oder Logiken verknüpfen, dazu kommen wir gleich, oder eben Reports bauen, Dashboards, Analysen fahren. Das wird in der Regel, wie gesagt, auch abgedeckt bereits schon von den IoT-Sensor-Anbietern, die eben, wie gesagt, in der Regel auch schon eine Cloud-Umgebung mit anbieten, wo die Daten, die von den Sensoren gesendet werden, beziehungsweise von den Edge Devices gesendet werden, abzubilden, abzugreifen und eben weiter zu verwenden. Im dritten Schritt dann zum Beispiel, um ihre Instandhaltungsprozesse anzuschubsen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auch für verschiedene Funktionalitäten, beispielsweise in der Lagerüberwachung oder gar in der Produktionsüberwachung, Qualitätsüberwachung an beispielsweise ein ERP-System anzubinden. Und diese Anbindung an, ich nenne es jetzt mal die Backend-IT, Ihres Unternehmens, sei es wie gesagt für die Instandhaltung, für die Produktion oder Lagerhaltung. Das möchte ich Ihnen gerne im Folgenden illustrieren. Es geht jetzt also um die Schnittstelle zwischen der Cloud-Umgebung, zum Beispiel Ihres IoT-Sensoranbieters einerseits oder eben Ihrer eigenen Cloud, wenn Sie schon selbst integriert haben, und eben Ihrem beispielsweise Instandhaltungsmanagementsystem. Und dazu gibt es Funktionalitäten, zum Beispiel auch auf Azure, das Power Automate oder die Logic App. Und auch da, das soll jetzt keine Schulung sein, nur als ein Eindruck, ne? Da geht es eben nicht darum, dass man eine Programmiersprache können muss, sondern es geht um Konfiguration. Und das ist jetzt hier mal beispielhaft eins der ein Fenster, ein Konfigurationsdialog der Logic App, mit dem man eben einstellen kann, welche Werte in welcher zeitlichen Abfolge, also in welchem Intervall, wohin, in welche Datenbank geschrieben werden sollen. Da können Sie auch Logiken hinterlegen, im Sinne von, ja, wenn die Temperatur von unter 100 Grad auf über 100 Grad an einer Stelle steigt, dann melde nur diesen Übergang. Ja? Also man muss ja nicht permanent Sensorwerte ins ERP-System schreiben, sondern oder ins Instandhaltungsmanagementsystem. Es reicht ja eigentlich zu wissen, okay, hier ist ein Grenzwert überschritten. Oder eben der Status, der Zustand eines Equipments, einer Anlage, einer Maschine ändert sich von gut zu schlecht. Dann reicht es ja, dem Instandhaltungsmanagementsystem diese Information weiterzuleiten und nicht eben die Messwerte. Solche Logiken können Sie eben einstellen lassen von Ihrem Dienstleister oder von Ihrem Mitarbeiter oder Sie machen sich eben selbst die Mühe. In der Regel ja, dauert es eben ein paar Stunden minimal oder maximal ein paar Tage, bis Sie sich da selber durch die Dokumentation gekämpft haben. Aber dann, wenn Sie es einmal gemacht haben, dann geht es halt beim zweiten, dritten, vierten Mal halt wesentlich schneller. Also prinzipiell ist es alles so ausgelegt, dass man sich das selber beibringen kann. Und das haben wir eben mal tatsächlich gemacht für einen Sensor unseres Partners Atlas IoT Tech. Den halte ich hier mal in die Kamera. Vielleicht sieht man den. Den haben wir mal angebunden über die besagte Logic App an ein Instandhaltungsmanagementsystem. Jetzt in diesem Fall auf Basis von Business Central, dem ERP-System, einem der ERP-Systeme von Microsoft, kennen Sie vielleicht. Ich bin jetzt hier eingeloggt in der Rolle eines Instandhaltungsleiters oder Managers und da sehen Sie hier, das sind meine Arbeitsaufträge, Work Orders, die ich plane, beziehungsweise die durchgeführt werden müssen. Und das sind meine Assets, eben Anlagen, um die ich mich kümmern muss. Hier mal kurz illustriert, das ist eben ein Anlagen Baum, die man hier hinterlegen kann. Und wir haben jetzt zum Beispiel diese Destillationsanlage gegliedert nach Ausrüstungsarten. Und diesen Ausrüstungen kann man halt in einem Instandhaltungsmanagementsystem, was Sie ja unter Umständen auch schon nutzen, so ähnlich, dann sogenannte Wartungspläne hinterlegen, ne? Also Knowledge Work Order Plans. Das heißt, für jedes Equipment, für jede Anlage, die halt regelmäßig gewartet werden muss, legt man so einen Wartungsplan an. Zum Beispiel, was haben wir hier für einen Keilriemenwechsel an einem Luftkühler?
Herr Müller hat es vorhin schon gesagt, in der Regel sind diese Wartungspläne ja basierend auf letztendlich bestimmten Wartungsintervallen, hier zum Beispiel auch. Ja, also der Keilriemen muss halt einmal im Jahr gewechselt werden. Begonnen wurde das jetzt, genau hier in diesem Fall am 18.05. Das heißt, nächstes Jahr im Mai steht dann wieder ein Keilriemenwechsel an. Und das muss eben geplant werden, da muss sich jemand drum kümmern, Mitarbeiter, und man braucht ein Ersatzteil. Das ist sozusagen der normale Weg, der am weitesten verbreitete, mit solchen Wartungsplänen zu arbeiten. Aber wenn Sie eben IoT-Sensorik nutzen, dann können Sie das eben auslösen, solche Instandhaltungsmaßnahmen, wenn denn tatsächlich der Zustand Ihres Equipments das auch erforderlich macht. Und wie gesagt, wir haben jetzt mal beispielhaft diesen eben gezeigten Sensor, den uns unser Partner Atlas IoT Tech, wie gesagt, freundlicherweise zur Verfügung gesteckt hat, mal angebunden über die Logic App. Und dann sehen Sie hier, der sendet 5 Messwerte: Temperatur, Luftfeuchte, Licht, Bewegung und ein CO2-Gehalt. Und ich habe jetzt mal beispielhaft mich konzentriert in der Vorbereitung auf den Lichteinfall, weil ich den am leichtesten manipulieren kann. Also da habe ich den mal unter das Licht gehalten und mal in Schatten gestellt. Und da sehen Sie hier, dass alle 10 Minuten etwa ein Messwert kommt. Und wenn ich dann eben so einen Wartungsplan anlege für ein Equipment, was eben abhängt von diesem Sensorwert, sprich eben nicht meinetwegen jährlich ausgelöst wird, sondern nur in der Abhängigkeit eben dieses Sensorwertes. Das habe ich halt jetzt mal beispielhaft gemacht und erstmal jetzt hemdärmelig Kontrolle wegen Licht genannt und mit einem Asset, also mit einem bestimmten Anlagenteil verbunden. Und da ist eben die Bedingung, wie Sie hier sehen, dass dieser Wartungsplan immer dann einen Arbeitsauftrag auslöst, wenn der Messwert dieses Sensors eben über 1000 Lux beträgt. Und Sie hatten ja eben in der Messwertetabelle gesehen, dass es eben heute schon ein paar Mal über 1000 Lux ja, geschieden haben, sozusagen die Helligkeit so war. Dementsprechend wurde auch schon, das können wir jetzt gerade sehen, tatsächlich ein Arbeitsauftrag gemäß dieses Wartungsplans angelegt. Sie sehen hier in der vorletzten Zeile Kontrolle wegen Licht. Heute, 24.05., wurde das ausgelöst. Und das ist eben die, sagen wir, die Arbeitsumgebung ihres Instandhaltungsleiters oder Planers. Und der sieht halt, okay, hier ist was zu tun. Ja, deswegen der Status ist noch offen, also das ist noch nicht freigegeben, dieser Arbeitsauftrag, aber das ist eben dann seine Aufgabe, die Aufgabe des Instandhaltungsleiters oder wer auch immer diese Funktion bei Ihnen hat, wie die Rolle heißt, eben dieses wirklich in einen tatsächlichen Arbeitsauftrag zu überführen und den eben freizugeben an den entsprechenden Mitarbeiter. Und so haben Sie halt durchgängig von einem Sensor, dessen Wert sich ändert und damit den Zustand eines Ihrer Maschinen oder eines Ihrer Anlagen ändert, dann eben auslöst, automatisch, dass tatsächlich jemand etwas tun muss. In diesem Fall eben der Instandhaltungsleiter muss ist angehalten, diesen Arbeitsauftrag zu beplanen, sodass es dann auch wirklich durchgeführt wird, was auch immer dann durchzuführen ist. Und das können Sie ja vorher in diesen Wartungsplänen hinterlegen, wenn Sie wissen, wenn die Temperatur von einer Pumpe oder der Schwingungszustand, wie Herr Müller vorhin andeutete, eines Kompressors einen bestimmten, die Amplitude einen bestimmten Grenzwert überschreitet, dann muss halt was getan werden, und das können Sie vollautomatisch hinterlegen im Instandhaltungsmanagementsystem. Dem Thema, dass Sie, wenn Sie also mehrere solcher Sensoren, wie zum Beispiel jetzt eben den, den ich Ihnen gerade vorgeführt habe, von verschiedenen Herstellern nutzen, dann haben Sie ja eben verschiedene Umgebungen, also laufen sozusagen die Messwerte, die unter Umständen von eigentlich für ein und demselben Equipment, beispielsweise einem Kompressor oder einer Rohrleitung, jetzt gültig sind, laufen aber meinetwegen jetzt die Wanddickenmessung und die Temperaturmessung und die Vibrationsmessung
laufen eben in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen auf, weil sie eben ein und dasselbe Equipment mit Sensoren von zwei verschiedenen Herstellern ausgerüstet haben. Oder überhaupt wollen sie gerne den Überblick behalten in einem System, in einer Oberfläche, in einem Zustandsüberwachungssystem, wie denn die Zustände ihrer Anlagen sind. Auch wenn sie verschiedene Sensoranbieter verwenden wollen und einsetzen, dann können sie das eben in so einem Zustandsüberwachungssystem wie diesem hier zusammenführen. In der Regel, wie gesagt, kommen ja diese IoT-Sensoranbieter eben schon mit einer eigenen Cloud-Umgebung auf sie zu. Und diese sogenannte Cloud-zu-Cloud-Anbindung, die Herr Müller vorhin auch schon erwähnte, die ist technisch auch gar nicht so aufwendig. Also dann können Sie zum Beispiel eben solche Logic-Apps oder die Power Automate-App von Azure nutzen, um dann die Sensorwerte von den Cloud-Umgebungen Ihrer IoT-Sensoranbieter zu verbinden mit Ihrem eigenen Zustandsüberwachungssystem. Da können Sie zum Beispiel so eine Umgebung wie diese hier nutzen, wo Sie dann eben auch die Anlagenstruktur hinterlegen können, ähnlich wie im Instandhaltungsmanagementsystem. Und ich navigiere mich jetzt mal hier links über die schon vorhin gezeigte Anlage, Destillationsanlage. Die haben wir auch hier eingepflegt, die Anlagenstruktur auch hier gemäß der sortiert sozusagen nach Ausrüstungsarten. Und da sehen Sie hier, dass die Rohrleitungen, die sind rot markiert. Offensichtlich ist da was im Argen. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel den Rohrleitungsabschnitt vom Produkt P4 Behälter bis zum Behälter B1. Und da gibt es verschiedene Rohrleitungsabschnitte und manche von denen, die meisten sind glücklicherweise grün, aber das eine hier zum Beispiel, der zweite Abschnitt hier, das ist genauer gesagt ein T-Stück. Da haben wir eben hinterlegt, jetzt beispielhaft, ja, ist jetzt inhaltlich nicht unbedingt sinnvoll, an der Rohrleitung einen CO2-Messwert oder eine Luftfeuchte anzulegen, aber das sollte eben illustrieren. Also Sie können mir verschiedene Sensorwerte von verschiedenen Sensoren hinterlegen und verknüpfen mit einem Asset. Und da ist eben nicht nur der genannte und schon gezeigte Sensor von Atlas IoT hinterlegt mit den fünf Messwerten, sondern eben auch zum Beispiel ein Wanddickensensor, und dann können Sie weiter rein navigieren in die Historie dieser Sensorwerte. Sie können auch natürlich sich die andere verfügbare Sensorinformationen wie zum Beispiel den Batteriestand anzeigen lassen, Bilder hinterlegen, Dokumente. Also diese Art von Zustandsüberwachungssystem können Sie sich entweder selber schaffen über zum Beispiel Azure Funktionalitäten. Sie können die auch selber, wie gesagt, zusammenführen über Logic App oder Power Automate. Eben diese Cloud-to-Cloud-Anbindungen sind unserer Erfahrung nach jedenfalls einfacher, als wenn Sie direkt Edge-Device an Cloud selber anbinden wollen. Oder Sie lassen es eben natürlich von Ihrem Dienstleister, kann natürlich auch machen lassen. Aber das wollte ich gerne mal eben für Sie illustriert haben, weil wir eben in den letzten Wochen und Monaten von vielen Interessenten und Kunden gehört haben, ja, jede Woche kommt ein anderer IoT-Sensoranbieter auf mich zu und jetzt habe ich irgendwie mit etlichen Cloud-Umgebungen zu tun. Ich will aber nur eine. Ich will nur in einem System sehen, wie die Zustände meiner Anlagen sind. Und so ein System können Sie sich eben, wie gesagt, über Azure-Funktionalitäten selber schaffen. Oder so Partner wie zum Beispiel auch die Cosmo Consult können das für Sie übernehmen. Und damit dann eben Ausgangspunkt sein, wenn sich zum Beispiel jetzt von diesem gerade T-Stück hier der Zustand von Gelb dann auf Rot meinetwegen ändert, dann können Sie genau diese Informationen über so eine Logic-App oder Power Automate an Ihr Instandhaltungsmanagementsystem, wie eben vorhin illustriert, weiterleiten. Und dann können Sie dann auch schon die Maßnahmen planen und auslösen. Okay, so viel zum Live-Demo-Teil sozusagen unseres Webinars. Damit gehe ich wieder zurück zur Präsentation und darf genau eben damit diese Kapitel 2 und 3 abschließen. Also ich hatte Ihnen eben gezeigt, wie man Sensordaten mit dem Instandhaltungsmanagementsystem verbinden kann und wie Sie Sensordaten verschiedener Hersteller in einer Plattform beispielhaft visualisieren können. Ich würde jetzt gehen auf einen Rückblick und auf einen Ausblick. Also Rückblick deshalb, weil wir hatten bereits ein Webinar, das Webinar Nummer 1, wie Instandhaltungsmanagement in Business Central funktioniert. Das war am 10. Mai. Und wir haben noch ein weiteres Webinar in Vorbereitung.
beziehungsweise Planung, wie Sie die Produktivität Ihrer Instandhaltungsdienstleister steigern können. Da geht es also im Grunde darum, dass ja viele Unternehmen zur Durchführung ihrer Instandhaltungsmaßnahmen also mit Dienstleistern zusammenarbeiten müssen und diese aber aus welchem Grund auch immer nicht gerne auf ihre Backend-Systeme zugreifen lassen wollen. Ja, das ist ja das uralte Problem. Und die Lösung, für die wir uns und auch Kunden von uns sich entschieden haben, ist also ein sogenanntes Kontraktorenportal, wir nennen das so. Also es handelt sich um eine Internetplattform, wo man dann Rechte gesteuert, Nutze gesteuert, Zugriff drauf hat und Zugriff hat also auf Dokumente, die bereitgestellt werden, Web-Apps und so weiter und so fort. Das Cloud-Services, das will ich Ihnen beim nächsten Webinar mal so ansatzweise bei ein paar Apps zeigen. Also, dass quasi alle Informationen sowohl für die Dienstleister als auch für den Betreiber einer Anlage, die im Rahmen der Instandhaltung miteinander zusammenarbeiten müssen, dass die da zur Verfügung gestellt werden. Damit wären wir, glaube ich, durch, Nico, ne? Genau. Wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche, schöne, kurze Woche. Und ja, bis bald einmal, in welchem Rahmen auch immer. Machen Sie es gut.